Ich fühlte mich so ziellos. Ich war in einen Trott geraten. Kennst du das? Gut, so gut. Weißt du, einmal da war ich. Ich erzähle eine Geschichte. Kann ich sie bitte mal zu Ende erzählen? Einmal! Danke. Nach einer langen Gewissensprüfung entdeckte ich meine neue Passion. Einen College-Abschluss in Kriminologie. Ich freue mich ja so sehr, dass du aufs College gehst. Können wir vielleicht mal zu meiner Schule fahren? Weißt du, wenn du dich in der Schule anstrengst, könntest du später vielleicht auch aufs College gehen, so wie Roger. Ich verpasse gerade meinen Einstufungstest. Du musst die Schule mit dem nötigen Ernst angehen. Ich habe mir dafür den Arsch aufgerissen. Ich gratuliere dir, Roger. Der Name ist Jeremy Niederhoff. College-Erstsemester. Niederhoff! Es ist wirklich toll, dass du etwas gefunden hast, das du mit Leidenschaft betreibst. Ich freue mich für dich, aber ich bin auch etwas neidisch. Weißt du, ich war nie auf dem College. Und sieh, was du erreicht hast. Fährst jemand anderen ins College. Wow. Sieh dir all die coolen Sachen an, die man für seine Discovery-Card-Punkte bekommt. Wow, ist das eine irre Jacke. Ich höre auf zu studieren und fröne meiner neuen Passion. Jacken jagen. Roger, es ist wirklich toll, dass du etwas gefunden hast, das du mit Leidenschaft betreibst. Ich freue mich für dich, aber ich bin auch etwas neidisch. Ich hatte noch nie... Noch nie eine Satin-Kreditkartenjacke, ich weiß. Hatte ich dir diese Geschichte schon mal erzählt? Na klar. Fahr los. Sir, ich danke Ihnen vielmals für den Assistenten. Sie müssen mir doch nicht danken. Das soll Ihr Assistent erledigen. Asher, ich habe gesagt, ich will das Wasser in Zimmertemperatur. Aber ich meinte ein kühleres Zimmer. Oh, tut mir sehr leid. Ich hole etwas Eis. So hätte Ihre Generation das gerne. Ein Eiswürfel löst alle Probleme. Nun dieses Mal nicht. Sie fliegen raus. Doch bevor Sie gehen, bringen Sie mir einen Eiswürfel. Hört sich gut an. Sir, ich darf bekannt machen, das jüngste Mitglied der CIA. Und somit kommt er in Frage für den CIA-Kalender. Agent Tyrese Gibson. Danke, dass Sie mir die Chance gegeben haben. Gut. Ich habe einige Akten durchgeblättert und es gibt eindeutige Hinweise auf einen Terrorangriff in den USA. Ihre Augen, die sind hypnotisierend. Darf ich mir ein Shirt anziehen? Sie scheinen nicht zu verstehen, weshalb Sie bei uns sind. Das ist Dustin, mein neuer Assistent. Er ist ein Sandsack. Doppelte Linke. Keime. Wieso sind Sie nicht sofort vor das Album gesprungen, um es zu beschützen? Sie scheinen nicht daran zu glauben. Oder an mich. Sie haben eine miese Energie, Dustin. Den ganzen Tag schon verurteilen Sie mich schweigend. Sie fliegen raus. Oh, meinst du, dein Dad würde mich einstellen? Ich habe ja gerade nicht so viel zu tun, seit ich die Frisbee-Scheibe in dem gruseligen Busch verloren habe. Für meinen Dad zu arbeiten ist die Hölle. Er hat mich noch kein einziges Mal für etwas gelobt. Als ich ein Kind war, fuhr mein Dad mit mir immer an denselben Strand. Und zum Vatertag malte ich ihm ein Bild von unserem Strand. An diesem Abend war meine Gute-Nacht-Geschichte eine 45-minütige Kritik an meiner Zeichnung. Also wenn du mich fragst, ich hätte ja alles auf ein Blatt Papier gemalt. Ich doch auch. Er hat's zerrissen, weil er so kritisch ist. Das war der Tag, als ich schwor, dass ich alles kaputt machen würde, was er erschafft. Und ich hatte diesen Schwur lange völlig vergessen, weil ich, naja, andere Sachen zu tun hatte. Aber jetzt gibt's Rache. Mit aller Macht. Oh, dann willst du also diese Kalendergeschichte ruinieren. Oh, ja, ich werde seine Assistentin. Und ich helfe ihm mit dem Kalender. Und dann, wenn er sich richtig gut fühlt mit allem, dann zerstöre ich ihn. Babe, echt jetzt? Du machst mir mehr Angst als der gruselige Busch.